Die Ampelkoalition ist gescheitert. SPD und Grüne werden vorerst in einer Minderheitsregierung regieren. Wie könnte es nun weitergehen? Das verbleibende Bündnis aus SPD und Grünen hat nach dem Bruch mit der FDP im Bundestag keine Mehrheit mehr. Zusammen kämen die Regierungsparteien nur noch auf gut 320 Stimmen. Nötig für Mehrheitsbeschlüsse sind aber 367. Eine rot-grüne Koalition wäre also eine Minderheitsregierung und könnte damit aus eigener Kraft keine Gesetze mehr durchs Parlament bringen. Sie wäre dafür auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Es gab bereits zweimal Minderheitsregierungen in der Bundesrepublik, aber jeweils nur für ein paar Wochen. Die Abwahl des Kanzlers ist über ein konstruktives Misstrauensvotum möglich. Der Bundestag könnte laut Grundgesetz einen neuen Regierungschef wählen. Dafür müsste sich aber eine Mehrheit in der Opposition finden. Wenn die Grünen nicht auch noch überlaufen, wäre das für die Union nur mit der AfD und entweder der Linken oder dem BSW möglich. Eine politisch undenkbare Konstellation. Bundeskanzler Olaf Scholz will einen Antrag auf die Vertrauensfrage in der ersten Bundestagswoche im neuen Jahr stellen, um damit den Weg für Neuwahlen freizumachen. Erst 48 Stunden später kann laut Grundgesetz die Abstimmung im Parlament stattfinden. Scholz nannte deshalb den Termin 15. Januar für das Votum. Verliert Scholz wie erwartet, kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag auflösen. Entscheidet er sich dafür, müssen laut Grundgesetz innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden. Rechnerisch müssten nach Scholz' Zeitplan damit die Neuwahlen spätestens am 6. April erfolgen. Die Opposition drängt indes auf einen früheren Termin.